Oh. Zweiter Versuch im Museum. Ich habe leider noch nicht so viel Übung in dem Level an sich, aber ich habe mir ein paar Videos angeguckt, wie man den Boss besiegen kann. Und ja, leider ist der wirklich so designt, dass man entweder sehr viel Geduld aufweist und all ihren Fähigkeiten dodgt, oder die mit einer speziellen Taktik stunlockt und sie dementsprechend sehr leicht besiegen können. Das ist eigentlich nicht, was ich gern machen würde. Aber, weil wir jetzt schon uns vorgekämpft haben bis zum Boss, kriegen wir auch eine Abkürzungsmöglichkeit, und zwar hier den Aufzug. Wir verlieren zwar einen Schrein, wenn wir den jetzt direkt nehmen, aber weil ich noch nicht sicher bin, dass wir den Boss beim ersten Versuch schaffen, ist das egal. Will ja auch ein bisschen Story zeigen. Maximale Form ist immer gut. I do not want to fight you. That feeling of vengeance, it will not cease here. Speak from experience. Now leave, or be forced to. Wir werden nicht fliehen. So, bei diesen Angriffen darf man sich auf jeden Fall nicht treffen lassen. Ja, das war kein Trade-off, den man gerne nimmt. So, da können wir rein. Swing, swing, swing. Da dürfen wir auf jeden Fall nicht gecatcht werden. Ja, ich werde auf jeden Fall hier mindestens ein Glück verlieren. Swing, swing, swing. So, dodgen und punishen. Ich hätte gern den Fokusangriff mit der Klinge. Und da hat's uns. Aber gut, das war. Das war klar. Ach, Mann, ey. Habe ich das Schwert jetzt gerade weggeworfen? Ja, na gut. Sieht aus, als würden wir auf jeden Fall noch mal von ihr ordentlich aufs Maul kriegen. Scheiße. Na, ich hätte eigentlich gedacht, ich hab's gedodged, aber scheinbar nicht. Naja, deine Präsenz stört auch meinen Seelenfrieden.
So, und jetzt können wir rein. Nein, nevermind. Ah, scheiße. Das war eine fatale Fehleinschätzung. Ja. Also nicht wundern, wenn ihr selber da Probleme habt mit dem Boss. Das ist, glaube ich, vollkommen normal. Der ist wirklich asozial. Ich würde nicht sagen, dass er schlecht designt ist. Aber man kann hier legit nichts machen, bis sie diesen Move macht. Und wenn man dann einmal zu nah dran steht, leidet man auch dafür. Das zu stunlocken ist schon verlockend, muss ich sagen. Naja, swing, swing, swing. 1, 2, 3, 4, jetzt sehr starke. Ah, die hat noch mehr Attack per Hand. 1, 2, 3, 4, starker Swing und den kann man blocken und dann rein. Oh mein Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube, hier kann man gar nichts machen in der Sequenz. Und vielleicht nicht in der Wand laufen. Ja. Da sind mal eben 10 Jahre vergangen. Ja, mir auch. Ich finde das ja auch kacke. Hm. Eins, zwei, drei, vier. Nein, nee, mach nicht den. Oh mein Gott. Am besten rennen wir einfach die ganze Zeit. Aber die greift er nicht an, ne? Scheiße. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Mach doch mal deinen schönen Angriff. Eins, zwei, drei, vier. Starker Angriff. Dodgen und rein. All dead für minimal Schaden. Schon. Und jetzt den Sweep und jetzt macht sie den starken. Oder doch nicht. Eins. Nein, nicht den Angriff. Oh, jedes Mal kriegt man da Gottlos auf die Fresse. Oh Mann. Ja, so oder so, ne? So.
So, jetzt nicht hektisch werden. Zwei Schläge noch. Oh, das sind mehr als zwei Schläge. Nein. Oh, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr eine bessere Strategie habt, aber ich weiß echt nicht, wie man das hier besser machen soll. So. Zweite Phase, die habe ich noch nie gespielt. Bin ich mal gespannt. Na gut. Trotzdem fühlt sich das schon deutlich entspannter an. Boah, aber diesen Angriff muss ich auf jeden Fall noch üben zu dodgen. Sonst ist das auch schnell vorbei. Ah, man kann die Dolche fangen, ist ja geil. Ach. Ich würde einmal resetten und dann geht's weiter. Ich finde ihre erste Phase war deutlich schwieriger als die zweite, aber die zweite ist auch nicht ohne. So. Aua. Hätte ich nach oben dodgen müssen. Ja, 31 ist noch, okay. Ja, schau mal, ich habe hier auch keinen Spaß dran. Nein, aber ohne Witz, das Game macht ziemlich Spaß. Ich kann es nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Gerade jetzt, wo es kostenlos auf PS Plus ist. Und auch wenn es gerade nicht kostenlos ist, unterstützt gerne die Entwickler, die euch das Spiel holt. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Sehr cooles Spiel, sehr gelungen, muss ich sagen. So, damit haben wir die erste Phase geschafft. Und wir kriegen wieder unsere Domain Expansion. Wie nennen wir sie? Evil Twin. Mirroring Lake. Irgendwie so. Inverted Lake. So. Das läuft doch schon deutlich besser. Nur die Dolche fangen muss ich echt noch üben. Und das muss ich auf jeden Fall auch noch blocken. So. So. Einmal baden gehen.
Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, die Fokusteile aufzusparen. Aua. Aber ich finde es eigentlich besser, die direkt einzusetzen. Also ich weiß nicht, ob es sich lohnt, mehrere Fokusleisten zu haben. Ich mache die gerne nach einer Combo, damit ich danach nochmal angreifen kann. Aua. Und dodgen. Nächstes Mal bitte richtig. Scheiße. Ich konzentriere mich viel zu sehr darauf, die Dolche zu fangen. Aber naja, 40 ist glaube ich auch noch okay. Es macht auch Spaß, muss ich sagen, die Dolche zu fangen. Not gonna lie. Nö. Mann. Aua. Sie kündigt sogar an. Trotzdem bin ich zu dumm, es zu dodgen. Mist. Na, sind wir 5 Jahre älter zu werden, ist nicht so nice. Es ist ja schön, dass du damit kein Problem hast. Ja, ich muss sagen, sie in den Stunlock zu halten, wird immer verlockender. Ach, scheiße. Ja, 49 ist schon nicht gut. Ich will doch nur in den Fokusmodus. Na? Nope. So. Na, gleich haben wir so. Aber. Nope. Goodbye. Ja, wir sind ziemlich alt geworden, aber. Ja, ich denke, das ist erstmal okay zum Weiterspielen. Ja, naja. Ich muss sagen, bei ihr fühlt sich's gar nicht mal so nice an, sie jetzt umzubringen, weil irgendwie macht den sehr pazifistischen Eindruck. Aber Rache ist Rache. Da führt kein Weg vorbei. Und deswegen können wir auch gemütlich unseren Tee trinken. Ja, aber damit können wir auf jeden Fall ins nächste Level starten. Und vorher würde ich aber gern noch einmal beim Übungsbaum vorbeigehen. Können wir hier noch was freischalten? Ja, wir können uns auf jeden Fall überlegen, dass wir den Weichteilschlag dauerhaft freischalten. Je nachdem, wie schwer das jetzt wird,
ich eventuell mich sogar durch den Fight durchcheesen. Oder ich versuche mal die Patterns zu lernen. Ah, okay, ich muss immer diesen Defensivschlag üben. Ah, der gefällt mir sehr gut. Der werde ich auf jeden Fall öfter bei normalen Gegnern einsetzen. Und der Weichstellschlag, den kann man auf jeden Fall sehr gut einsetzen. Und danach könnte man vielleicht sogar in den Sweepkick gehen. Irgendwie sowas. Mhm. Schon ein nicer Move, muss ich sagen. Ich muss ja echt mal öfter einsetzen. Okay. Dann beenden wir mal das Training und starten das nächste Level. Ich werde das wahrscheinlich aber in der nächsten Folge erst machen. Also, bis dahin. Und ich bin gespannt.